Es ist wieder soweit. Nach 2 Jahren Pause heißt es in München beim traditionellen Oktoberfest nun wieder O Zapfdes. Da die Veranstaltung aber nicht nur das größte Volksfest der Welt, sondern auch eines der verrücktesten Feste überhaupt ist, zeigen wir euch heute einige der dümmsten Oktoberfestmomente aller Zeiten. Mit dabei sind unter anderem ein übertrieben hungriger Gast, eine leichtgläubige Kapelle und ein Promi, der sich so richtig blamiert hat. Also bleibt dran! Hier bei Wissenswert. Wir starten mit einem Oktoberfestmoment, der nicht nur dumm, sondern auch wirklich gefährlich ist. Und zwar reichte es diesem Mann wohl nicht, auf die Bierbank zu klettern, wie es auf dem Oktoberfest üblich ist, sondern tatsächlich kletterte er über 12 Meter hoch bis an die Decke des Festzelts. Natürlich kam es dann auch, wie es kommen musste, und der Mann fiel schließlich in die Tiefe. Zum Glück blieb er dabei aber gänzlich unverletzt. Auch bei unserem nächsten Oktoberfestmoment geht es hoch hinaus, und zwar aufs Riesenrad. Eigentlich ist diese Fahrattraktion eine entspannte Abwechslung zur tosenden Party auf dem Boden, weil man aus den Gondeln des Oktoberfest-Riesenrads aus 50 Metern Höhe einen tollen Blick über das gesamte Festgelände hat. Diese Chance wollten im Jahr 2005 auch einige italienische Touristen nutzen. Doch die Aussicht, die sie dann von ihrer Gondel aus zu sehen bekamen, gefiel ihnen so ganz und gar nicht. Tatsächlich fing vor ihren Augen nämlich eine 21-jährige Krankenschwester in Begleitung von 2 Männern an, in der Gondel eine Art Erwachsenenfilm zu drehen. Dies schockierte die Touristen so sehr, dass sie die Polizei riefen und Anzeige erstatteten. Auch der nächste Oktoberfestmoment hat mit einem Rad zu tun, und zwar dem sogenannten Teufelsrad, einem völlig verrückten Fahrgeschäft, das es schon seit dem Jahr 1910 gibt. Tatsächlich bezahlen hier nämlich Menschen Eintritt dafür, um sich von dem immer schneller drehenden Rad schleudern zu lassen. Wer es schafft, sich länger auf der drehenden Scheibe zu halten, wird außerdem von Angestellten des Fahrgeschäftes so lange mit einem großen Ball an einem Seil und sogar Lassos traktiert, bis auch er weggeschleudert wird. Somit kann man hier eigentlich nur verlieren. Nur gewinnen hingegen könnt ihr, wenn ihr jetzt Wissenswert ein Abo dalasst. Dann bekommt ihr nämlich immer frische Videos. Der Grund dafür, dass überhaupt so viele Menschen sich freiwillig auf das Teufelsrad begeben, dürfte zumindest teilweise auch in dem Bierkonsum liegen. Denn dieses fließt ja bekanntlich reichlich auf dem Oktoberfest. Und die Kellnerinnen müssen somit unglaubliche Gewichte tragen. Warum diese Kellnerin allerdings ganze 18 Maß und somit inklusive des Gewichts der Krüge über 41 Kilogramm durchs Fest Zelt schleppt, während ihre Kollegin lediglich ihren Bodyguard spielt und mit freien Händen vorausläuft, anstatt selbst ein paar der Krüge zu übernehmen, ist dann doch eine etwas spezielle Arbeitsteilung. Dass man sich vor dem Besuch der Wiesen am besten erst einmal vernünftig informieren sollte, zeigt unser nächster Oktoberfestmoment. Im Jahr 2017 warteten nämlich hunderte Besucher bei eisiger Kälte und starkem Regen schon stundenlang durstig vor dem Eingang, um dann ab Punkt 9 Uhr morgens das Gelände zu stürmen und sich ihre erste Maß zu sichern. Dabei gab es aber ein kleines Problem, was einige nicht bedacht hatten. Aber seht selbst. Das Bier gibt's ja nun aber erst ab 12. Ab 12? Haben wir die falsche Information gekriegt. Dass der Bierkonsum auf dem Oktoberfest regelrecht glorifiziert wird, während die eher als konservativ geltenden Bayern den Gebrauch von anderen, auch weicheren Rauschmitteln sonst vehement ablehnen, führt uns zum nächsten bizarren Oktoberfestmoment. Im Jahr 2019 führte der YouTuber Open Mind nämlich eine Umfrage auf dem Volksfest durch und befragte die Besucher, ob sie nicht ein Problem in dieser Tatsache sehen würden. Wie sehen Sie die Diskrepanz dessen, dass München einerseits das größte Drogenfest hat, aber andererseits die strengsten Gesetze, was... Tatsächlich verurteilten die meisten Befragten jegliche andere Rauschmittel und sprachen sich gegen Legalisierungsbestrebungen aus, während kaum jemand ein Problem mit dem Alkoholkonsum zu haben schien. Somit zeigte der YouTuber die Doppelmoral auf, die auf der Wiesn immer noch herrscht. Noch im Jahr 2008 sagte der damalige Ministerpräsident Bayerns, Günther Beckstein, im Radio sogar, dass man nach 2 Maß Bier noch Auto fahren könne.
Wie stark sich Bier allerdings auf die Leistungsfähigkeit, in diesem Fall auf das Spielen von Instrumenten, auswirken kann, zeigt dieser Oktoberfestmoment, der sich vor 14 Jahren auf der Wiesn ereignete. Denn das Mitglied dieser Blaskapelle hat nicht nur Probleme mit dem Spielen des Instrumentes, sondern kann sich tatsächlich mitten am Tag kaum noch auf den Beinen halten und muss sich sichtlich bemühen, nicht in seinen Vordermann zu fallen. Auch unser nächster Oktoberfestmoment, der sich in diesem Jahr ereignete, hat mit einer Kapelle zu tun. Diese war zwar nicht betrunken, ließ sich aber von dem TV-Total-Moderator Sebastian Puffpaff ziemlich einfach hereinlegen. Dieser wies die Kapelle im Zelt nämlich einfach an, den Skandalsong Laila in der Originalversion zu spielen und behauptete, dass der Festzeltchef dies höchstpersönlich angeordnet hätte. Tatsächlich hätte die Band das Lied allerdings nur in einer entschärften Fassung spielen dürfen, weil der ursprüngliche Text für manche Kritiker als frauenfeindlich gilt. Die Kapelle glaubte Sebastian Puffpaff jedoch ohne weitere Nachfragen beim Chef und so schallte Laila mit dem ursprünglichen Text durch das Zelt, während die Besucher begeistert mitsangen. Der Moderator war allerdings nicht der einzige Promi, der in diesem Jahr für Aufregung auf der Wiesn sorgte, wie unser nächster dummer Oktoberfest-Moment beweist. Die Ex-Fußballspielerfrau Simone Ballack postete nämlich ein Foto von sich bei Instagram, auf dem sie zusammen mit der Moderatorin Alessandra Geißel vor einer Lebkuchenbude zu sehen war. Schnell fiel ihren Followern jedoch auf, dass der Boden im Bereich ihrer Beine merkwürdig verzogen aussah. Tatsächlich hatte Simone Ballack das Foto offenbar bearbeitet, um ihre Beine länger und schlanker wirken zu lassen. Nachdem sie bei dem Schummel erwischt wurde, behauptete sie jedoch, dass sie nur blaue Flecken an ihren Beinen retuschieren wollte. Nach dem Foto vor der Lebkuchenbude geht es gleich weiter mit dem Thema Essen, denn das ist auf der Wiesn für die Besucher fast ebenso wichtig wie Bier. Allerdings darf man natürlich nur verspeisen, was man vorher bestellt hat. Und All-You-Can-Eat-Buffets gibt es nirgendwo auf dem Oktoberfest. Dies schien jedoch ein Gast in diesem Jahr nicht zu wissen und so bediente er sich einfach reichlich von einem gedeckten Tisch und weigerte sich anschließend sogar für den angerichteten Schaden zu zahlen, wie die Polizei München bei Twitter bekannt gab. Daher gab es zum Nachtisch dann auch eine Anzeige für den Mann, den die Polizei im Tweet als Raupe Nimmersatt bezeichnete. Dies war allerdings nicht der einzige Essensvorfall, der in diesem Jahr für Aufregung sorgte, denn tatsächlich schaffte es der Discounter Netto mit seinen aktuellen Oktoberfestangeboten, die konservativen und auf Tradition bedachten Bayern zu verärgern. Netto bot nämlich tatsächlich eine Tiefkühlpizza Oktoberfest, die mit Weißwurstscheiben belegt war, an. Für echte Bayern, die Weißwurst nur auf traditionelle Art und sogar nur zu bestimmten Uhrzeiten essen, sorgte dieses Angebot sogar für einige Beschwerdebriefe und viel Ärger. Kommen wir nun zum letzten Oktoberfestmoment für heute. Tatsächlich ist es den Besuchern der Wiesn nämlich unglaublich wichtig, dass der traditionelle Fassanstich am ersten Tag des Oktoberfests reibungslos vonstatten geht. Das ist nämlich die offizielle Eröffnung des Festes und wird meist von ranghohen Personen wie dem Oberbürgermeister von München übernommen. Schafft es der Bürgermeister nicht, mit höchstens 3 Schlägen das Fass anzuzapfen, gilt dies sogar regelrecht als Schande. Zu seinem Glück gelang es dem amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter auch in diesem Jahr das Fass in München mit nur 3 Schlägen anzuzapfen. Auf dem Oktoberfest in Saint-Tropez in Frankreich sah dies allerdings völlig anders aus. Hier hatte nämlich Millionär Robert Geis die Ehre des Fassanstichs. Was Geis dann allerdings veranstaltete, dürfte wohl in die Kategorie Bierquälerei fallen. Denn tatsächlich stellte sich der 58-Jährige so ungeschickt an, dass er nicht nur unzählige Schläge brauchte, sondern auch den kompletten Boden mit Bier flutete und zu allem Überfluss auch noch den Schlegel fallen ließ. Wenn euch dieses Video über die dümmsten Oktoberfestmomente aller Zeiten gefallen hat, solltet ihr euch auch unbedingt unser Video zu den unangemessensten Promi-Momenten aller Zeiten ansehen. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.